Per Mertesacker, die goldene Henne, da ist sie. Ist leider nicht rund, aber schön schwer. Ja, es ist wirklich vorteilhaft, wenn man das schon mal vorher so ähnlich gemacht hat. Und mit dem WM-Pokal haben wir angefangen und mit der Henne geht es weiter. Also für mich ist es, was Goldenes zu tragen, hat irgendwie was. Jetzt wirklich mal der Vergleich zum WM-Pokal. Mhm. Wie fühlt es sich jetzt an? Mach die Augen zu und stell dir den Pokal vor. Bisschen anderer Griff, ne? Ein bisschen schmaler unten am Henkel, auch ein bisschen höher. Aber trotzdem, Gewicht ist schon ungefähr gleich. Es ist ein Publikumspreis. Mhm. Ganz Deutschland stand hinter euch. War es nicht eigentlich klar? Ja, aber die Leute müssen ja trotzdem abstimmen, ne? Es waren ja auch andere gute Sportler, Sportarten, Mannschaften standen auch zur Debatte. Also ich glaube, aber es war auch so ein kleines Dankeschön von den Fans für einen super Sommer, den die Fans hatten, wir hatten. Ich glaube, das war so eine Symbiose, die uns jetzt auch zur goldenen Henne eben geführt hat. Behältst du die jetzt eigentlich oder wo kommt die hin? Ja, wie gesagt, die Drähte zum DFB werden ja immer weniger, ne? Wenn man jetzt so ein bisschen aus dem Rampenlicht verschwindet, also dann könnte ich das Ding, es gehört ja der Mannschaft und ich glaube, es wäre jetzt unfair, wenn ich das Ding jetzt einfach mit nach Hause nehmen würde. Bei mir würde es einen Platz finden, trotzdem gehört es einfach der Mannschaft und dem DFB, also Zentrale Frankfurt. Vielleicht auch als Maskottchen morgen fürs Spiel gegen Polen? Ja, bei mir bei mir im Wohnzimmer. Ne, also ich bin auch Fan. Ich bin auch nur noch Fan. Jetzt bist du nur noch Fan. Ich bin nur noch Fan und freue mich darüber. Also es ist ganz ehrlich so. Es ist nicht mehr so die große Anspannung an Länderspielwochenende. Einfach aus einer anderen Perspektive mal Fußball zu schauen und hier zu sein. Ich bin auch ehrlich gesagt, heute bin ich froh. Sehr schön. Dann viel Spaß auf der Aftershow-Party. Vielen Dank.